eigentlich die Partnerschaft zwischen Deutschland und USA, es gibt gar nicht, ich gar nicht vorstellen kann. Und das ist immer so mein Lieblingsthema bei solchen Veranstaltungen hier. Wir machen so viel zusammen, Deutschland und USA, und das nur auf der Basis dieser menschlichen Beziehungen, die uns 60 plus Jahre lang gedient haben und wir natürlich auch in der Zukunft hoffen, weiterhin dienen werden. Das sehe ich und sehen wir im Konsulat als unsere Hauptaufgabe, diese Beziehungen, diese menschlichen Beziehungen zu fördern. Und daher freue ich mich, dass es ein deutsch-amerikanisches Institut gibt, mit der Unterstützung aus der Stadt, vom Stadtrat. Ein Dankeschön an die Vertreter und Vertreter vom Stadtrat, auch an Andreas Falke, ein langjähriger Freund seit einigen Jahren. Arbeiten wir zusammen. Deswegen freue ich mich auf den Studentenaustausch und Schüleraustausch, die gerade von dieser German American Women's Club gefördert wird. Also der Kuchen, den Sie heute essen, wird auch der deutsch-amerikanischen Beziehungen in einem Student irgendwie zugutekommen. Also hau rein und bitte essen Sie viel und unterstützen Sie diese Arbeit. Also letztes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren Studenten unten, die haben Fotos mit Obama, Barack Obama zum guten Zweck für eine Reise in die USA. Dieses Jahr ist es eine andere Gruppe, die nicht unbedingt so aktiv ist. Ich sehe, die aus Erlangen nach Riverside fliegen werden zum Austausch. Das finde ich eigentlich ganz gut als Kalifornien, dass man gerade nicht nur die Ostküste, sondern auch etwas mit Kalifornien an die Partnerschaft mit dem Riverside ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich wollte nur noch ein paar Dinge erwähnen. Wir haben ein ziemlich gutes Jahr gehabt für Deutschland und USA. Hillary Clinton war in Bayern zum ersten Mal als amtierende Secretary of State bei der Sicherheitskonferenz. Und extra Punkte für diejenigen, die den letzten Secretary of State, der als Secretary, als Minister in Bayern war und waren. Das können wir nachher besprechen, ich würde gerne vorstellen. Die Bundeskanzlerin war in Washington bei einem spektakulären Besuch, hat die Freiheitsmedaille von Präsident Obama bekommen. Aber auch ein paar andere nicht-politische Dinge. Dirk Nowitzki hat den MBA-Titel geholt. Ist nicht nur ein Bayer, sondern ein Franke, das stimmt, ja. Auf dem Weg dahin hat er meine Mannschaft geschlagen, die Los Angeles Lakers. Da war ich nicht besonders begeistert davon, aber wenn es nicht die Lakers sein kann, dann warum nicht? Dirk Nowitzki hat es schon, weil er bisher mit all seiner Arbeit verdient. Auch aus dem Wirtschaftsbereich und anderen Bereichen viele interessante Besuche in Bayern gehabt. Wir hatten hier in Nürnberg die Eröffnung des Memoriums Nürnberger Prozesse für uns. Amerikaner ganz, ganz wichtig, auch ein hoher Vertreter aus den USA, aus Washington, dafür zu dieser Veranstaltung. Dieses Jahr notieren wir den 10. Jahrestag der Anschläge von 9/11. Natürlich große Bedeutung für uns Amerikaner, aber auch für viele in der Welt. Wir werden uns daran erinnern, auch an die große Sympathie und Unterstützung, die wir aus Europa und gerade aus Deutschland bekamen in dieser Zeit. Wir wollen uns nicht durch dieses Event definieren lassen, aber es ist trotzdem etwas, was man schon notieren muss und vermerken muss. Ein letztes Wort. Morgen spielt Deutschland gegen Japan in der Frauenfußballmannschaft und übermorgen spielen wir gegen Brasilien. Wir haben gestern verloren, netterweise, damit wir dann ein Traumfinale Deutschland-USA in Frankfurt sozusagen organisieren können. Sonst hätten wir uns gegeneinander im Halbfinale gespielt, das wäre so halb so gut. Deswegen freue ich mich auf das Finale gegen USA, gegen Deutschland. Natürlich müsst ihr etwas machen, wir auch ein paar Dinge machen, aber ich freue mich darauf. Und ich kann nur sagen, für Deutschland ist natürlich zweiter Platz ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Sie können auch stolz sein. Also viel Glück für beide Mannschaften. Vielen Dank und happy 4th of July.